Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir müssen jetzt in die Höhlen rein und mal schauen, was mit Chiamas Mannschaft passiert ist, weil der eine Teil ja hier durch die Höhlen laufen wollte. Noch eine Spur. Was aber vermutlich schief gegangen ist. Die Riesen sind sie zwar losgeworden, dafür hat dann wahrscheinlich was anderes hier drin gewartet. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Und jetzt? Unten ist Wasser, oder? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja. Das ist definitiv Wasser. Das Viechzeug. So. Und jetzt ist die Frage, wo es hier unten hingeht, beziehungsweise wo es hier was zu finden gibt. Wow, eine schwarzmagische Puppe, na toll. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Da liegt einer. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Müssen wir hier hoch oder woanders hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist noch was, was wir untersuchen können. Hallo? Gar nicht untersuchen, okay. Da ist noch ein Blutfleck. Geralt, jetzt hör doch mal auf, so komisch zu laufen, Mensch. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Weiß nicht, hier wieder einer weniger jetzt auf jeden Fall. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Arvid an Tordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Hey, Geralt kann klettern. Was ist denn da los? So. Wie weit geht denn das hier noch, der ganze Spaß? Noch ein Blutfleck. Oh. Oh, 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 oh. Gleich so viel Besuch. Ist aber ein bisschen unangenehm. Da liegt eine Truhe rum. Wenn wir schon mal hier sind. Kapitänstiefel. Sind die gut? Taugen die was oder eher nicht? Nee. Bedauerlicherweise nicht. Treffe ich da was von hier überhaupt mit meiner Armbrust oder? Das ist eher lächerlich. Theoretisch schon, aber ich glaube nicht in dem Maße, wie ich das bräuchte. Ich habe auch ein nützliches Werkzeug, um die runter zu holen. Aber was das? So, was haben wir denn noch? Euch zwei. Das war's.
Schön. Dann geht's mal weiter hier hoch und jetzt schauen wir mal. Fast da runtergeflogen. Die Frage ist, wie geht's jetzt hier weiter? Ich finde heraus, was ich als Mannschaft. Lalala, toll. Ich sehe hier aber nichts, was ich untersuchen könnte. Oder so. Muss ich da hoch? Vielleicht? Weiß es nicht. Mal schauen. Die hat den halben Köcher abbekommen. Bisschen ins Sperrfeuer gerannt, die Gute. Oh geil. Noch mehr nette Gesellschaft. Verschlinger. Blitz. Noch dann einer. Bist du hässlich. So. Ach, noch mehr. Na sowas. Raus aus der Höhle, aber zweigeteilt. So, finde ich Hjalmar anscheinend hier irgendwo in der Hütte. Schon mal speichern. Abgeschlossen natürlich. Was denn auch sonst? Die zweite Tür ist offen. Oh, wow. Sieht ja nicht so gut aus. Na klasse. Yo, was ist denn das hier? Oh, ihr Götter. Das sind fast 20. Aber kein Hjalmar. Wir haben schon wieder Gesellschaft. Alter. Oh, oh, jetzt auch mal. Mal ganz langsam. Mal. Es geht entschieden zu weit. Weg da. Oh, da ist der nächste. Oh, lass das doch jetzt mal. So, fertig. Okay, Hjalmar soll aber trotzdem anscheinend hier irgendwo sein, hier ins Fußspuren. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Okay, wir werden ihn wahrscheinlich bis zum See runter suchen an diversen Stellen. Schätze ich mal. Wir hätten eigentlich gleich bis zum See gehen können. So, wo ist er denn hin? Hier rüber. Schauen, was wir unterwegs noch so alles finden. An Monstern oder Leichen oder was auch immer. Auf jeden Fall muss da gerade ein bestialischer Gestank drin gewesen sein in der Hütte. Wenn da 20 Leichen vor sich hin modern. Ganz schön heftig. Die Frage ist, wer hat die umgebracht? So.
viel Blut verloren unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob das Hjalmar war oder jemand anders. Ruinen von Dorve. Und das da vorne sieht nach Hjalmar aus. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht mehr speichern. Ja, das sieht nach Hjalmar aus. Der hat ein paar Sirenenprobleme. Das war nicht so gut. Was ist denn? Das war gut. Schmeckt dir das Silber? Nicht so gut anscheinend. Ich habe doch extra eine feine Sorte nur für dich. Ja, komm her. Kackviech. Ja. Runter da. Sehr schön. Hey, Hjalmar. Also, ich gehe mal davon aus, dass er es ist. Sieht auch so aus. Aber ich bin mir da nicht sicher. Vermutlich ja. Fola, ich dachte, du wärst tot. Was ist passiert? Wo warst du? Du hättest auf mich hören und Egnar nicht mitnehmen sollen. Aber du hörst ja auf niemanden. Weißt du, was er getan hat? Hat das Horn Walhorn gestohlen und die Mannschaft in Gefahr gebracht. Bin ihm gefolgt. Alleine? Du hättest mich wecken sollen. Ich hätte auf dich gehört, aber stattdessen... Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, er ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Sieht leider so aus. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. So, finde einen Weg in das Lager des Riesen. Das ist also unsere neue Quest. Zusammen mit Hjalmar und Fulan. Kein Herumgetrödel. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. So, wo geht's denn hin, Hjalmar? Dieser verdammte Bastard ist riesig. Na, wundervoll. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun. Nun was? Bisschen weiter müssen wir noch den Berg hoch, so wie es aussieht. Und dann sind wir, glaube ich, da. Okay. Ein bisschen eng, passen wir da überhaupt durch? Weiß nicht. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Alles klar. Dann schauen wir mal. Eingang. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Können wir da durch? Nee, okay, wir müssen darüber. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Ja, wenn es ein Eisriese ist, dann mag der es wohl kalt. So, ich bin ein bisschen paranoid, aber mal
kurz speichern. Und dann geht's los. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Na, klasse. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Tja, das ist jetzt die Frage. Weiß es nicht. Also gut, dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Okay, wenn... Meine Schnee, wenn du darauf läufst, weckt das Knirschen den Riesen auf, okay. Aber wir müssen den Schlüssel suchen. Vielleicht in der Truhe da. Fulan steht auf jeden Fall da oben. Geralt, hör auf, jetzt rückwärts zu laufen. Mach keinen Scheiß jetzt. Hallo. Hey, lass mich raus. Schnell. Halt bloß die Klappe. Ich habe in einem beschissenen Trollkessel gesessen, ohne zu mochen. Halt, nicht näher ran. Der gehört mir. Na gut, dann lassen wir mal doch raus. Ich hoffe, der macht keinen Scheiß. Danke, Bruder. Werde ich nicht vergessen. Verschwinden wir von hier. Ja, aber erst, wenn er tot ist. Was ein Depp. Ich hätte ihm halt erst das Schwert über den Kopf gezogen und dann ihn getreten, dass er aufwacht. Ist übrigens ein sehr hübsches Wesen, also... Ja, wir sollten hier mit Quen arbeiten. Und jetzt? Aua! Jetzt kämpft mit dem Riesenanker weit. Toll. Freude. Geralt, lass den Scheiß. Tu dein Silberschwert raus, Junge. Blöd. Hol das sein normales Schwert raus. Sag mal. Nee, nee. Entweder vergiften oder brennen oder so. Irgendeinen Effekt hatte ich gerade noch auf ihn drauf. Gleich schon. Oh oh. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Das war auch ein guter Treffer. Das war's wohl. Ihn besiegen. Vigi, du blöder Idiot. Aber wo sind die anderen? Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt, der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen.
Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendwas Gutes rumliegt, was ich mir jetzt noch hätte krallen können, aber... egal. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja. Schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik... und Ceres. Ceres? Meine Schwester! Aber sie ist... sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Jemand sollte ihr hinterher segeln. Diesen Blödsinn beenden. Habe ich doch schon gemacht. Sie ist schon wieder zurück. Und sie war erfolgreich. Oh. Sie hat sich schon immer mit mir messen wollen. Ich habe immer gewonnen. Bisher zumindest. Nun, ich muss los. Mach's gut, Geralt. Und danke für deine Hilfe. Na, bitteschön. Leb wohl, Ancret. Tauch hier einmal. Wir brennen einfach kurz hier. So. Meisterlich gefertigtes Silberschwert haben wir bekommen. Oh. Oh. Das klingt gut. Ist aber nicht gut. Okay. Dann also nicht. So. Der hat ja gerade eh schon wieder gespeichert, aber ich bin irgendwie speicherparanoid. Keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt für Quests? Mal schauen. Echo der Vergangenheit, das ist... ja, Treff Yennefer im Ort des magischen Kataklysmus. Zu Krach, um die Belohnung zu erhalten. Mit Lothar reden, lalalalalala. Da hat es noch ein bisschen was zu tun. Hexeraufträge, hier kommt der Bräutigam. Schatzsuchen haben wir auch noch eine. Also ein bisschen was zu tun. Aber ich würde sagen, wir gehen mal erstmal zu Krach und holen unsere Belohnung ab. Da können wir auch kurz die Schnellreise machen. Jetzt machen wir diese Folge noch. Schwupps. Und dann müssen wir da hoch. So. Schwupps. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Na toll. Das finde ich gut. Krach wartet. Krach. Ja? Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Kann man auch so sehen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ancret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, er ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen?
Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Gut, dann gehen wir erst in der nächsten Folge zu Krach. Lass uns erstmal dabei gut sein. So, Geralt, jetzt bleib mal stehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, Leute.